back from the dead. So, ich wollte mal ein kleines Update-Video bringen. Wie gesagt, ich habe heute noch mal ein Video gebracht über die ganzen Leaks. Also, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das auf jeden Fall an. Da gibt es alle Skins und Emotes, auch teilweise in-game, um euch mal einen Überblick zu verschaffen, was alles so in der nächsten Zeit reinkommen wird mit dem Christmas-Update. Da gibt es noch jede Menge andere Sachen, auch das Star-Wars-Event und so weiter. Das Star-Wars-Event habe ich übrigens extra nicht reingepostet, nur mal so als kleine Info. Da wusste ich auch schon ein, zwei Sachen, aber ja, lasst euch einfach überraschen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser bei so Events. Ja, aber dieses Thema heute, beziehungsweise jetzt bei dem Video, geht um diesen Annual Pass. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe das kurz mal angeschnitten in meinem Video, da war noch nicht ganz so klar, wie das Ganze passieren soll. Also es soll einen Annual Pass geben, der wohl euch circa 80 Euro kosten wird und ihr sozusagen alle Battle Passes für 2020 bekommen werdet. Wie viele das insgesamt sein werden, weiß man ja noch nicht im Voraus, denn wie wir jetzt erlebt haben, ist es ja so, dass Epic auch mal kurzfristig so eine Season verlängern kann. Auf jeden Fall soll es wohl auch Bonusmaterial dazu geben. Das heißt also, ihr bekommt dann immer diese 25% Version, das heißt also immer direkt diese etwas teurere Version und ihr bekommt nochmal extra Skins dazu, so wie das Ganze aussieht. Das heißt also, so als Belohnung sozusagen bekommt man nochmal Skins exklusiv für die Leute, die den Jahrespass sozusagen kaufen. Es ist natürlich eine krasse Idee und es ist natürlich auch interessant, dass Epic das testet, um zu sehen, wie weit möchten die Leute Geld ausgeben, auch im Voraus schon, weil viele Leute mögen das Ganze natürlich nicht monatlich Geld auszugeben oder für jede Season, sondern im Voraus schon mal einmal bezahlen und dann nie wieder sozusagen. Ich habe alle Deluxe Editions, ihr kennt das ja auch von Spielen, es gibt ja so viele Versionen mittlerweile immer. Da gibt es immer eine Standardversion, dann irgendwie eine Vorbestellerversion, dann eine Super Deluxe Edition und so weiter und so fort. Also das Ganze wird jetzt auch mit dem Battle Pass, mit digitalen Inhalten so sein. Also ich bin gespannt. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht wirklich sicher. Es gibt noch zu wenig Details darüber und das ist ja auch immer so eine der Sachen. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was kommt. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich in 8 Monaten noch Fortnite spiele. Es gibt so Seasons wie im letzten Jahr, wo ich einfach überhaupt gar nicht gespielt habe oder sehr, sehr wenig gespielt habe und deswegen einfach nicht genau sagen kann, ob ich dann noch Bock habe, das zu spielen. Und vielleicht kommt Minecraft 2 und wir spielen dann alle Minecraft 2 oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das so vorauszusehen. Ich meine, es ist im Endeffekt ist es, glaube ich, weniger Geld. Ich denke mal, so werden die das machen, dass es ein bisschen weniger kosten wird, als wenn man dann, ich sag mal, alle einzeln kaufen wird und man hat noch ein bisschen was davon. Also man spart ein bisschen Geld und man bekommt ein paar exklusive Skins. Ob das jetzt der Anreiz ist, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. Also es kann eine gute Idee sein, es kann aber auch eine schlechte Idee sein. Wie gesagt, das muss jeder für sich selbst immer entscheiden. Allgemein kann man das nicht so sagen, wenn ihr übelste Fortnite-Fans seid und ja, das ist so das Spiel, was ihr wahrscheinlich auch das nächste Jahr spielen werdet oder zumindest mehr als die Hälfte des Jahres, dann ist es wahrscheinlich schon lohnenswert und dann spart ihr damit auch Geld. Vor allem jetzt zur Weihnachtszeit, brillante Idee im Grunde genommen, wenn das jetzt rauskommt. Ja, also wie gesagt, schreibt mal gerne rein, was ihr davon haltet. Deswegen wollte ich mal kurz das Infovideo nochmal bringen zusätzlich, um mal eure Meinung so zu erfahren, wie ihr zu der Sache steht und ob ihr eigentlich dafür seid oder eher nicht, ob ihr euch sowas kaufen würdet oder nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich kann da wirklich keine Stellung zu nehmen. Ich weiß nur, dass ich diese ganzen, wenn man das auf Spiele bezieht, normalen Editions, Vorbestellerversionen, Deluxe Editions, dann Super Collectors Editions, Top Version, Bundle und so weiter, überhaupt nicht leiden kann, weil das einfach so unübersichtlich geworden ist, wo man irgendwas bekommt und das meistens auch, oder in einigen Fällen zumindest in den letzten Jahren der Fall war, dass es keine wirkliche Version gibt, wo wirklich alles drin ist. Dann gibt es eine Vorbesteller-Version, wo dann etwas Bestimmtes drin ist, was man in der Super Deluxe nicht drin hat. Und dann gibt es eine Super Deluxe Collectors und da hat man dann was drin, was man davor nicht drin hat. Also das sind so Sachen, die alle ein bisschen weird sind, unübersichtlich. Und ich finde, je mehr Bundles hinzugefügt werden, desto unübersichtlicher ist das. Hier haben wir allerdings nur 2 Sachen, deswegen ist es noch übersichtlich. Hier kommt es dann eher darauf an, ob ihr wirklich spielen werdet. Deswegen, Frage geht, wie gesagt, raus an euch. Kauft ihr euch den Annual Pass, wenn er rauskommt, auch wenn es wesentlich billiger sein würde, als wenn ihr die einzelnen Battle Pass kaufen würdet? Oder sagt ihr, nee, ich will erstmal sehen, was drin ist? Also, gerne mal die Meinung in die Kommentare. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Schaut auf jeden Fall das Leak-Video, würde mich freuen auf jeden Fall. Lasst ein bisschen Support da und dann würde ich sagen, hören wir zum nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.